Wir befinden uns heute auf dem Testgelände der Firma Dallmayr in Regensburg. Wir testen heute auf dem Gelände verschiedene Tätervorgehen, um mit der Videoanalyse KI-Option von Dallmayr zu sehen, inwieweit diese Technologie in der Lage ist, professionell vorgehende Täter zu detektieren und zu analysieren. Der Hintergrundgedanke für diese Tests ist, die Videoanalyse auf das aktuelle Tätervorgehen abzustimmen. Die Täter, mit denen wir uns hier im Bereich der Perimetersicherheit beschäftigen, gehen nur selten aufrecht durch den Perimeter, bewegen sich meistens gebückt oder rollen sich durch den Perimeter, um möglichst von Sicherheitstechnik nicht detektiert zu werden. Das ist der Grund, warum wir heute vor Ort die Videoanalyse von Dallmayr genau gegen diese Szenarien testen und ausprobieren. Unser Ziel ist es, so viel wie möglich an Szenarien einspielen zu können, um dann im Nachgang der Entwicklung zu helfen, diese Muster im Rahmen der KI anzulernen und in Zukunft erfolgreich zu detektieren und analysieren.